Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ego. Ich habe eine neue Aufnahme begonnen. Zwischen dieser und der vorigen Aufnahme habe ich, man sieht es hier schon, Steine rausgebracht. Sonst habe ich nicht wirklich etwas getan, aber ich habe mir gedacht, die Steine da rausholen, hier aus der Mine, ist jetzt nicht das Oberspannende. Oh ja, schon, wir werden das auch noch weitermachen, aber einen Teil davon, denke ich mir, wird mir jeder verzeihen. Ich bringe das nun mit dem Testwagen alles in das Lager. So. Also eine ganze Menge Steine, die da so rausgekommen sind. Was ja praktisch ist. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Holz. Und eigentlich gar nicht die Steine. Das heißt, wir werden die Steine ins Lager bringen und uns dann ein wenig Holz holen. So, wie viel passen denn in diesen Testwagen? Wir werden es testen. So, hier liegen noch einer. Nein. Jetzt. So. Die legen wir da auch hinein. Oh, da sind noch welche. Oh, die Sonne. So. Und dann. Großer Wagen. So, fast fertig. Und dann schauen wir uns an, was wir das letzte Mal. Ach, geht nicht mehr. Okay. Dann nehme ich hier noch ein paar mit. So in die Hand. Und wir fahren zum Lager. Also ganz zum Lager können wir ja nicht. Noch nicht. Und es ist auch die Frage. Nein, die Frage stellt sich nicht. So. Ja. Und jetzt bin ich gespannt mit der Schaufel raus. Super. Super. Das geht toll. So. Und hier hinein. Ich habe gehört, wenn man offline ist, läuft der Server weiter. Und ob man will oder nicht, jedes Spiel, auch ein Solo-Spiel, ist ein Server. Also läuft auf einem Server, nicht das Solo-Spiel ist ein Server, aber es läuft alles auf einem Server. Was darauf hinaus läuft, dass sich die Welt weiter drehte, während wir nicht online waren. Schon leer? Ist schon leer. Was interessant ist, insofern interessant, ich hätte es natürlich jetzt von einem Lager, vom Testwagen ins Lager hineinschieben können auch. Was ich sagen wollte, was insofern interessant ist, genau das wollte ich ja sagen. Weil, hätten dann nicht die Bäume wachsen müssen? Ich zeig's gleich her. Und zwar, diese kleinen da, der zum Beispiel vor dem Haus, der hinter dem Haus, alle da auf der Ebene. So, jetzt, nein. Und das hier reinschieben. So, was haben wir hier? Oh, einen Research Table. Wollen wir gleich probieren. Was ist das? Aha. Gut, gut, gut. Was haben wir da noch? Essen. Haben wir Essen schon? So, wenn wir das zuklappen hier. So. Können wir eigentlich ja ausgezeichnet die ganzen Steine ins unterirdische Lager. So, 20, 20. Jetzt haben wir schön viele Steinchen. Ich will das aber hierher legen. So, jetzt können wir das wieder aufklappen. Super. Und hier ist wieder leer. Toll. Das Lager ist leer. So, was mache ich hier? Den lege ich ab. Ja. Schade. Er weiß, was ich vorhatte. Gut, unabhängig davon. Was ist denn da?
Ach so, das Fenster. Schauen wir uns jetzt den Research Table an. Den platzieren wir hier. So, was heißt das für uns? Aha. Skillbuch, Lagerfeuer kochen. Metzgerhandwerk kochen. Landwirtschaft, Steinbau schmelzen, schneiden. Wow. Oha. Okay. Gut. Seht ihr, das meine ich. Da müssten die nicht gewachsen sein? Irgendwie? Nein? Ja? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. So, hier ins Lagerfeuer. Autofuel Power. Lagerplatz. Dann brauchen wir ein wenig Holz. Ich befürchte, wir brauchen sowieso ein wenig Holz. Holz hinein. So, Power ist da. Was wird denn gerade gegrillt? Oh ja, gegrillte Tomaten. Prärielilienmus. Was bringt das? Elfett. Yeah. So. Und die sind alle noch so klein. Wenn denn der Server weiterläuft, wieso sind die Bäume nicht gewachsen? Seht nur, wie sie wachsen. So, alles in allem springen wir hier rüber. Oh, Rüben. Springen wir hier rüber und... So, holen uns Holz. Wichtig, Holz. Holz holen! Gut. So, den Stumpen will ich auch gleich wegtun. Hätte ich vorher Samen vom Baum mir holen sollen. Es gibt eh so viele kleine, die wachsen halt nicht. Aber vielleicht kann ich mir jetzt noch Samen holen. Ja, zwei Samen. Pulp. Was man mit dem machen, außer dass es uns die Kisten zumüllt, das machen wir. Und wir werden es noch erfahren. So. Das Pulp. Da haben wir schon vier Samen. Sehr gut. So. Ja. Muss man auf das lang hin. So, da haben wir noch so ein Ästchen. Da liegt noch Pulp am Boden. So, Pulp weg. Super. Weil wir gerade über Pulp sprachen. Das nehmen wir alles mit. Jetzt will ich mal schauen, wie viel Pulp wir haben. 115 Pulp. Hui. So, mit. Mit 18 Hammer. Ach, geht sich nicht aus. Macht nichts. Das Haus in der Abenddämmerung. Ist es überhaupt Abend oder Morgen? Ich glaube, es ist Abend. In einem Spiel ist immer Abend. Nein, das stimmt ja nicht. So, und zwar, wir holen uns jetzt das letzte Holz. Oh, hätten die nicht auch wachsen müssen? Ja. So, bevor ich mich... Und weg ist er. Um ihn kümmere, mache ich noch das Holz hier fertig. Nee. Es wollte flüchten. Ja, das auch. Habe ich aber rechtzeitig gehalten. So. Und so. Wir laufen noch einmal. Und dann ist der Baum weg. Dann werden wir noch die Samen einsetzen. Und... Was machen wir da? Oh ja, Essen. Wir brauchen wieder weitere Nahrung. So, mitnehmen und... Na, komm mit! Yeah! Come with me! So. Das ganze Holz
Holz, Holz und Holz. Oh, und schon ist das Lager wieder leer. Super. Hm, genau, da wollte ich schon schaffen. So, das ganze Pulp. Das Pulp. The Pulp. Was ist da auch ein? Nein. Nur in Schachteln. Das müllt mir wirklich alles zu, glaube ich, dieses Pulp. Kann man irgendwas aus dem Pulp machen? Schauen wir mal. Was mache ich mit Pulp? So, hier nichts. Du musst hier mitschauen. Nichts, das Pulp. Interessant. So, ein Fackelhalter, eine Fackel. Fackel machen wir aus Holz. Eine Talgkerze. Okay. Interessant wollte ich zwar jetzt gar nicht, aber... So. Ah, Tomaten, gegrillte Tomaten sind fertig. Die werde ich mir nachher gleich ins Gehirn stoßen. So, hier Pulp. Papier. Requires Papier. Habe ich das denn schon? Was ist das? Paper Milling. Okay. Also, man kann Papier... Eine Latrine! ja, bräuchte ich. So, das heißt... Okay. Gut, ist jetzt nicht unbedingt... Hammer, aber... Wir schauen, was wir so verteilen können. Also... Schuhol. Paper Milling. Nein, wir... Farmer. So, kostet 15 Punkte. Digging. Gathering. 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 So. Das könnte man natürlich auch alles einmal ableveln, aber Survivalist. Maximal. Basic Crafting. Was haben wir da? Ja, mehr Effizienz und das müsste Geschwindigkeit sein. Genau. Was haben wir hier? Kalorieneffizienz. Ja, ist auch ganz praktisch. So, wir sind aber Level 4. Dog. Okay, was ist das? Woodworking Speed. Efficiency. Ja, das werden wir. So. Und das. Processing Speed, okay. So, wir haben noch 80. Die werfen wir hier hinein und hier hinein, weil das hier ist Woodworking. Woodworking. Logging. Was haben wir da? Ja, das brauche ich. So. 20 habe ich noch. Und was ist das? Increased Damage. Ja, kann nicht schaden. So, was haben wir da noch? Campfire maximiert. Maximiert. Kann das Mash Receive. Ah, das werden wir gleich machen. So, bis wir keine Punkte mehr haben. Sehr gut. Auch maximiert. Gut. So, das heißt, das nächste Mason. Ein Mortaring. Interessant. Wollen wir das schon lernen? Was sind das da oben eigentlich noch? Ach ja, genau, die Huckleberries. Das Problem mit den Huckleberries war tatsächlich, wo ist denn das da? Wenn wir jetzt schauen auf, wie Huckleberry, Huckleberry Finn, dann haben wir hier eine Schwierigkeit, hier auch nicht, oder? Nein, das ist ein Berg. So, eine ganz bestimmte Schwierigkeit, nämlich es gibt... Oh, ah, ja, hier. Huckleberries. Wo? Wo bin ich? Ich habe mich verloren. Da bin ich.
Okay. So, den Marker lösche ich. Und jetzt markiere ich mir die Huckleberries, wenn ich sie denn wieder finde. Finde. Huckleberries hier. Ja, ungefähr so. So. Hagelberry. So, das wollen wir in welches Jahr? In Blau. So. Also, in diese Richtung. In. Das ist so schön dunkel, das kann ich gar nicht lesen. Wie kann man den jetzt be... Ach ja, so war das. Ich klicke einfach drauf. So, ich muss das heller machen, damit ich es auch gut lesen kann. So, was haben wir hier? In 385 Meter. Eigentlich könnten wir jetzt die Huckleberries holen. Weg. Ist es nicht schön? So, das war's vorerst einmal für die jetzige Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.